Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Space Astronomy. Begrüßt mal mit mir den lieben Speaking Weapon da drüben. Moin Leute. Und ich bin der Commander. Ja, wir haben gerade schon einiges an Stress hinter uns. Also bitte verzeiht uns, wenn wir jetzt gerade ein bisschen genervt sind vom Server, weil er hat nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Ich Richtig. habe in der Zwischenzeit auch einmal zum Testen was hier vorbereitet und hatte da auch eine Testaufnahme gemacht. Und ja, ihr seht schon, was ich jetzt in der Hand habe. Ich erhalte in der Hand ein Reaktor-Computer-Port. Und ich habe mir aus unserem ME-System das Reactor-Access-Port geholt, was wir noch über hatten, sowie auch den Blast Furnace. Den habe ich hier nämlich einmal komplett abgebaut. Den kann der lieben Speaking Fappen gleich wieder haben. Hehehehe. Weil der kümmert sich nämlich heute um zwei Sachen, zumindest aktuell, wenn er, je nachdem wie weit er es schafft, was er kann. Einerseits, dass wir hier die Crafting Patterns reinkriegen, dass wir hier die Rezepte auswählen können, wenn wir was brauchen, was das System dann verarbeiten soll. Daran könnten wir dann gucken, ob wir den Blast Furnace auch anschließen können, damit wir auf On Demand Strom bekommen, beziehungsweise Steel bekommen. Und ich kümmere mich heute gerade darum, dass ich einen Computer zusammenbaue, den ich hier hinstelle. Der wird dann hier auch mit Strom versorgt. Und der soll dann unseren Monster hier komplett autonom laufen lassen, beziehungsweise steuern, hoch und runter fahren, sodass wir da nicht immer dran denken müssen. Und dazu werden wir uns gleich einen Open Computer basteln und das Ganze dann auch einmal anschließen. So. Und ja, das soweit dazu. Dazu muss ich jetzt natürlich einmal hier in Monster ein Loch reinmachen. Muss dann da ganz schnell das Computerport reinsetzen, weil wir brauchen ja auch irgendwo den Anschluss dafür. Und das gleiche müssen wir dann einmal hier machen. Und da müssen wir dann den zweiten. Na, den zweiten. Ich habe nur ein Reaktorglas. Wo ist das zweite Reaktorglas? Ist das da drin? Naja. Die Enderflüssigkeit hat mal wieder ein Reaktorglas irgendwo hingeportet und ich weiß nicht, wo das ist. So. Ja. So. Dann, Computerport haben wir. Haben wir noch Conduit for Sales? Weißt du davon was? Ah, ich habe sogar noch welche. Hallo? Hörst du mich noch? Ihr müsst verstehen, der liebe Speaking Weapon hat auch heute. Achso, Mom. Er schreibt: Moment, er hat wohl gerade. Ist wohl gerade wieder am Einstellen seines neuen Mikrofons. So, diesen Slot stellen wir auf dem Output-Modus um. Der ist auf dem Input-Modus und dann. Können wir das nämlich hier einmal fertig machen? Jawohl. So. Item. Ich brauche nämlich die Item-Conduits. Davon brauchen wir noch ein paar mehr heute. Weil wir werden nämlich, wie gesagt, Monster komplett autonom gestalten lassen. So. Hier seht ihr hier die Stromkabelung nach oben zu unserem. So. So, so, so. 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 Na, den Ausgang hier will ich deaktivieren. Disable. So, verzeiht. Wurde gerade angerufen. Ach so, okay. So. Und wir müssten mal heute mal ein bisschen kürzere Folge machen. Mein Kumpel wartet gerade draußen. Achso, okay. Auf mich. Okay. Ist ja kein Ding. Können wir ja gucken. So, das haben wir schon mal. Und dann brauchen wir den Computer dazu. So, wir gucken dazu mal einmal nach oben. Computer. Du weißt, dass das rechte Terminal eigentlich meins ist, ne? Wir haben nur noch einen. Wieso?
Wir haben Weil noch es die links. anderen, ja, das sind die falschen. Und da kann man aber auch, glaube ich, auch ganz normal craften. Meinst du? Ja. Also in dem linken Terminal, glaube ich, kann man auch ganz normal craften. Okay, warte mal, probiere ich mal aus. Ja, super. Deswegen, also das war mir ja klar. So, wir brauchen einen von Open Computer, den suchen wir uns mal eben raus. At Open Computer. Open Computer. So, da haben wir die da Sachen, die wir dazu brauchen. Also wir brauchen, glaube ich, mindestens ein Tier 2. Kapazitator brauchen wir nicht. Wir brauchen aber ein Tier 2 Computergehäuse. So. Rawboard. Das haben wir. Ach ja. So. Iron Bars, Microchip, den brauchen wir, den Transistor. Und da Nope, fehlt kann man uns nicht. was. Da fehlt uns was. Uns fehlt Papier. Wir haben kein Zuckerrohr mehr. Jetzt darf ich rausgehen in die Nacht und dann darf gucken, dass ich Zuckerrohr finde. Gut, dann kann ich ja schon mal craften. Ja. Wir sollten mal noch wieder Zuckerrohr anbauen. Ich glaube, wir haben nämlich hier gar keins mehr. Also ich finde jetzt hier in der Nähe finde ich gerade kein Zuckerrohr mehr, ne? Wird dann nichts angebaut? Nee. Okay. So, ich glaube, die zwei Sachen sind schon mal fertig, damit es automatisch craften kann. Super. Nur muss ich mal gucken, beziehungsweise wir müssen mal gucken, wie wir das hier aufbauen. Ja, dazu müssen die Itemkabel eben halt angeschlossen werden. Und ich habe gesehen, dass sich die Itemkabel in der Conduit Facade nur in eine Richtung anschließen lassen an die Maschinen, ne? Nur eine? Ja, wir können die nicht beidseitig anschließen. Hm. Ich habe doch den Excavator mit. Offline. Ach, online, okay. Ich werde mal mit der simpelsten Rezeptur probieren. Ja, mach mal. Ich baue gerade noch ein bisschen Clay ab, den ich gerade gefunden habe. Den brauchen wir ja auch immer wieder. Und vor allem auch ich gerade. So. So, wie ging das denn jetzt? War das so? Ich finde hier noch ein paar Erze. Und Kohle. Oh, bei mir hängt. Ah, okay, jetzt macht er weiter. Start. Ich merke gerade eins, aufgrund des Serverumzugs sind ja meine Wegpunkte weg. Ich finde unser Haus nicht wieder. Minus 50, minus 40. Okay.
Wo liegt der Fehler? Also weit weg kann ich nicht mehr sein. Ich sehe nämlich die Windräder schon. Ja, unser Haus ist auch ganz gut von außen beleuchtet, finde ich. Das ist doch gut. Nicht weiträumig, aber gut beleuchtet. So. So, jetzt mache ich erstmal hier mein Display wieder an. So. Das ist nämlich beim Serverumzug ausgegangen. So, jetzt ist die Frage. Hatten wir nicht hier unten doch irgendwas angebaut? Nein, hier unten hatten wir nichts angebaut mit Sand. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich nutze mal hier deine kleine Nebenfläche, die du hier hast. Und baue da mal eben was an. Mit Sand. Oh mein Gott. Schäm dich. Ja. So, gerade gucken, dass ich hier ein bisschen Platz mache, weil 2 hoch sollte der ja schon werden. Der Raum. Ich glaube, 3 hoch kann ich gar nicht gehen, oder? Da bin ich unter der Smeltery. Okay, das geht noch. Okay. So. Kann man eigentlich ein Pattern löschen? Weiß ich nicht. Hast du eins geschrieben oder was? Ja. Okay. Ach so. Irgendwie komme ich hier nicht mehr raus. Es wird bestimmt eine Möglichkeit geben. Wahrscheinlich kannst du sie einfach überschreiben. Nee, eben nicht. Wie hast du da, wo hast du die denn jetzt drin? Da oben, ne? So, den wollte ich ja nicht überschreiben. Was jetzt im Winter? So, craft 4 Sticks with 2 Jungle Plants. Okay. Mach mal ein anderes Rezept. Mit. Ja, aber warte mal eben. Warte mal eben. Hast du das Pattern denn jetzt? Wo hast du das denn? So, nein, da ist jetzt. Hä? Ach, du hast das Pattern schon drin im Drive. Ah, okay. Cool. So, warte. Legen wir das oben rein. Ne, kannst du wohl nicht mehr löschen. Jetzt haben wir das doppelt. So, aber ich sehe jetzt, dass wir die craftable Items haben. Und jetzt kann ich Storied und Crafted machen. Yeah. Okay, irgendwas funktioniert nicht. Wieso, was hast du denn? Was willst du denn jetzt machen? Was jetzt? Warte mal, nein, im oberen. Ach, okay. Was denn? Wollte versuchen, Sticks zu craften. Okay. Sticks. Hab extra jetzt gar nichts dort gemacht. Start. Wo Start? Wo machst du dafür? Was klickst du denn da? Ach so, ja. Kannst die Anzahl eingeben, next, und dann kannst du. Wie geht das nicht? Warte mal eben. 2. Available 2. No crafting CPUs are available. Sagt er unten. Es fehlt eine crafting CPU. Ja.
Wo hast du die wie heißt sie, diese Gießkanne hingetan? Ach, die. Ken. Ist in dem E-System. Wie heißt die denn da nochmal? Ken Ken. oder? Ja, CAN. Watering Can, da ist er doch. Da wollte ich hin. So. Dann wollte ich nämlich unsere Zuckerproduktion beschleunigen. Ach, jetzt habe ich eins vergessen. Ich brauche noch Sand. Falsche Richtung. So. Sand. Haben wir natürlich nicht. Sand ist Mangelware bei uns. Ja, und Cobblestone inzwischen auch hier, weil das Automatiksystem ja nicht ins ME-System einspeist und das ME-System automatisch Cobblestone rausschmeißt. Ja. So, ich schmeiß mal zwei Stacks in den Pulverizer rein. Dup, 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 dup. Oh, der Pulverizer ist voll. Woran könnte das liegen? Vielleicht, weil jemand vergessen hat, den Output zu konfigurieren? Halte ich für ein Gerücht. Mhm. Ich habe es gerade gemacht. In meinem Video sieht man jetzt den Beweis dafür. Ist ja nicht so, dass ich hier zwischen den vollen Farmen gegangen bin und Gold durchjagen wollte. Nein, Ja. überhaupt nicht. Hier ist auch noch ein Diamant drin und oh, ja. Gut, dann muss ich damit leider warten. Dann muss ich gucken, dass ich den Zucker unten so machen kann. Erstmal, was ich da unten habe bis jetzt. Und dann werden wir das mal eben anpflanzen. Weil wir haben ja keinen Sand mehr. So, die Watering Can nehmen und dann. Ernsthaft, ich hab keine Ahnung, wie das noch ging. Ja, damals war das ja einfacher, fand ich, beim ME-System. Da hast du diesen großen Crafting-CPU gemacht und dann hast du nur so Papierblätter da reingetan. Das waren dann die Rezepte und die hat er dann gelesen und damit konntest du dann craften. Das fand ich damals recht schön, so diesen großen mit Ventilatoren und Crafting-CPUs und alles. Ach Mann. Ich baue hier schon wieder Zuckerrohr ab, obwohl ich nur die Watering Can bedienen will hier. So. Mensch, ich wollte doch nur einen Computer bauen. Wieso muss das so kompliziert sein? Ist es immer. So. So. Dann. Oben. Shit. Brauchst du das rechte Terminal gerade? Gott nicht. Gut. Dann brauche ich nämlich dann mal eben. Zack, zack, zack. Ach nein. Wir sollten erstmal das Paper machen. Das wäre sinnvoll. Und dann können wir nämlich. Ach so, eine.
fehlt uns wieder was. Ich brauche. Was sagt die Zeit? Zeit sagt. Ja, voll. Zeit ist abgelaufen. Ui, hast du ein Zeitgefühl? Hey, das war natürlich jetzt wieder schnell. Habe ich gar nicht bemerkt. Ja, dann ist diese Folge schon wieder um. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Space Astronomy wieder. Und ich hoffe, euch hat die Folge, trotz dass das jetzt so langweilig war, weil ich wieder ein paar Sachen beschaffen musste und mich doch nicht so gut vorbereitet hatte, wie ich dachte, trotzdem gefallen. Würde mich über einen Daumen freuen. Bis dahin. Ciao. Tschüss, Leute.